Aktionen internationale Konzerne zur Zielscheibe. In Reykjavik blockieren sie den Eingang von Banken, in Barcelona kippen sie Müll vor die Börse und in Berlin ziehen sie verkleidet und lärmend durch Luxusboutiquen. Occupy ist die erste global vernetzte Protestbewegung. Im Occupy Camp in Frankfurt, direkt unter dem Eurozeichen im Bankenviertel, ist das IT-Zentrum in einem alten Bundeswehrzelt untergebracht. Von hier aus kann man an den Aktivitäten der Bewegung in Buenos Aires, Moskau und im thüringischen Zeulenroda teilnehmen. In London haben Aktivisten sogar einen Fußballverein gegründet, den FC Occupy, der bei Demonstrationen für sportliche Unterhaltung und für die Einbindung der Polizei sorgt. Aber niemand soll sich täuschen. Hinter den witzig-intelligenten Aktionen verbergen sich existenzielle Fragen und Probleme, die die große Mehrheit der Bevölkerung als dramatisch empfindet. Viele Familien der Mittelklasse sind heute Schuldensklaven. Sie haben ein kleines Häuschen, vielleicht sogar zwei Autos. Aber sie arbeiten enorm hart und alles, was sie verdienen, dient nur dazu, ihre Schulden abzuzahlen. Es reicht für sie gerade zum Überleben. Und die Leute ganz an der Spitze des Finanzsystems sind es, die davon profitieren, dass die Menschen so hart arbeiten. Das Problem ist, dass der Neoliberalismus tief in unseren Köpfen verankert ist. Wir glauben, dass die Märkte etwas Natürliches sind, dass eine Art übermenschlicher Macht durch Europa zieht und sagt, heute ist Griechenland dran, morgen Spanien und wer weiß, vielleicht Frankreich. Wir können uns heute das Ende der Welt leichter vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Das ist verrückt, unglaublich. Aber was kann man tun, um die entfesselten Marktkräfte zu bändigen? Die Occupy-Bewegung wird häufig dafür kritisiert, dass sie auf konkrete politische Forderungen verzichtet. Was soll eine Bewegung, die nicht sagt, was genau sie ändern will? Es ist die Stärke der Bewegung, dass wir keine einfachen Lösungen haben. Die Leute haben das System satt und fangen an, über Alternativen nachzudenken. Das dauert, aber irgendwann wird es klar werden. Die Bewegung hat kein Gesicht und sie will auch kein Gesicht. Sie hat keine Anführer und sie will auch keine Anführer. Damit wird sie unberechenbar. Sie hat sich die Maske von Guy Fawkes, einem englischen Revolutionär des 17. Jahrhunderts, aus dem Film V wie Vendetta ausgeliehen. Hinter dem Lächeln der Maske verbirgt sich im Film ein Rächer ohne Mitleid für die Mächtigen. Die Bewegung hat den politischen Diskurs verändert. Heute erkennt jeder, die Finanzwirtschaft ist schuld an der Krise, in der wir seit 2007 leben. Und das politische Establishment war aktiv daran beteiligt. Und bis heute wird die Krise von den gleichen Leuten benutzt, um das System aufrechtzuerhalten und uns gefügig zu machen. Das Wichtigste meines Erachtens, was es momentan auf dieser Welt gibt. Und ich warte darauf schon ganz lange, dass es sowas gibt. Also ich warte schon seit Anbeginn der Krise darauf, dass wir endlich mal aufstehen und auf die Straße gehen. Und jetzt scheint dieser Punkt erreicht zu sein, wo wir endlich wirklich unsere Stimme erheben und das einfordern, was uns zusteht. Im Film erhebt sich am Ende ein ganzes Volk hinter Guy Fawkes Masken und stürzt ein totalitäres Regime. Ob die Occupy-Bewegung etwas Ähnliches schaffen?